Servus, liebe Löwen, hier in unserer wunderschönen 60er Alm zum Hackabschor Fantalk nach dem Heimsieg heute gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Da geht es sich natürlich immer viel, viel leichter, obwohl wir heute keinen Fußballer hier als Gast haben. In dem Fall muss ich fast sagen, es kommt noch viel besser. Er ist das internationale Aushängeschild von uns Münchner Löwen. Seit seinem 12. Lebensjahr ist er in unserer Skiabteilung, gehört inzwischen zur absoluten Weltelite im Slalom. Er ist aktueller Silbermedaillengewinner im Mannschaftswettbewerb bei der Olympiade in Peking. Genau. Und ganz kurz vor den Olympischen Winterspielen hat er unsere Freunde in Österreich noch ein bisschen geärgert, weil er hat den Nachtslalom in Schladming gewonnen. Über all diese Geschichten wollen wir jetzt gleich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Skilöwe Linus Strasser, servus. Servus und vielen Dank. Marc, angehen bitte. Ja, erste Frage, Linus, du warst vorhin im Stadion. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut, extrem spannendes Spiel. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber ich würde sagen, hochverdient für die Löwen. Genau, wunderbar. Die passende Antwort, da gibt es auch immer gleich Applaus, wenn man sowas vor den Löwenfans sagt. Wir wollen natürlich ein bisschen mit dir über die Ereignisse sprechen, die du jetzt in der jüngsten Zeit erlebt hast. Du kommst gerade von der Olympiade. Ja, hast dort die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb geholt. Erzähl mal ein bisschen, wie hast du das Ganze vor Ort erlebt? Interessiert uns natürlich brennend. Also Stichwort Peking, Stichwort Corona, Olympische Spiele, wie war das für dich? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich da drüben wirklich zwei sehr coole Wochen. Es war top organisiert. Das Olympische Dorf war richtig cool gestaltet. Das muss man aber auch separieren, weil natürlich den politischen Faktor dahinter und auch die Nachhaltigkeit. Wir sind da gestanden und haben uns gedacht, was geht hier eigentlich ab? Also bauen da mitten in die Pampa Anlagen rein, die Rodelanlage für ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro. Ja, wenn man das ausblendet und wirklich nur sieht, wie die Organisation war, wie die Pisten hergerichtet waren, wie das Olympische Dorf war, muss ich sagen, war es cool. Was natürlich extrem abgeht, ich habe auch 2018 in Korea die Spiele miterlebt, es ist keine Begeisterung für einen Wintersportler, vor allem für Ski Alpin, damit können die nichts anfangen, was natürlich extrem schade ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, ich hatte eine coole Zeit da drüben und habe auch Erlebnisse gehabt oder die mir so keiner mehr nimmt und um die ich extrem froh bin. Also es war deine zweiten Olympischen Spiele, genau, hast du ja gesagt, du warst in Pyeongchang, jetzt in Peking. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen geschaut, die nächsten Olympischen Spiele sind nicht mehr in Asien, also so weit müsstest du nicht mehr fahren, die sind nämlich in Italien. Richtig, die sind in Mailand, für uns dann wahrscheinlich in Bormio. Ja, bis dahin ziehe ich auf jeden Fall noch durch, das will ich mitnehmen auf jeden Fall. Und ja, freue mich drauf. Du hast vor letztes Wochenende, ist noch gar nicht lang her, hast du bei deinem Heimskirennen quasi am Gudiberg auch noch einen Stockerlplatz erfahren. Der dritte Platz wurde es am Ende, nachdem du nach dem ersten Durchgang 16. warst, hast alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe ein bisschen mitgelesen, mitgefiebert. Du hast danach gesagt, vor heimischem Publikum war es einfach der Wahnsinn für dich. Ja, hatte ich so noch nie. Also es war der erste Heim-Weltcup oder Slalom-Heim-Weltcup für mich. Ich habe auch etwas Nervosität gespürt, vor allem am ersten Tag. Am ersten Tag bin ich Sechster geworden und da war dann der zweite Tag ein bisschen leichter für mich zu fahren. Und am Schluss ja, war es natürlich richtig geil, auf dem Podest zu landen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf den nächsten Nachtslalom. Da steht ja wieder ein tolles Event an und alle Löwen wissen, du bist Nachtslalom-Experte. Du hast unseren Freunden aus Österreich ja schon gezeigt, wie man da runterfährt. Du hast den Nachtslalom in Schladming gewonnen. Das hat, glaube ich, unsere Freunde da drüben ein bisschen gewurmt, wenn ein Deutscher da auf dem ersten Platz fährt. Wie machst du jetzt in Flachau weiter? Haust du nochmal den ersten Platz raus? Hoffentlich genauso wie in Schladming. Nein, aber der Herren Slalom Weltcup ist im Moment extrem einfach. Die Dichte ist so hoch.
Da können wirklich die ersten 15 können gewinnen und ich kann auch mit einem extrem guten Tag am Schluss Zehnter werden. Und du stehst eigentlich da und sagst, hey, ich habe eine geile Leistung gebracht, werde aber am Schluss Zehnter, weil wirklich die Dichte so hoch ist und jeder fährt, als würde es um sein Leben gehen. Aber ja, Nachtslalom immer was ganz Besonderes und ich freue mich extrem drauf. Für alle Löwen, die noch nichts vorhaben, vielleicht noch flach auffahren, unseren Skilöwen anfeuern. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Und ich habe es vorhin schon gesagt, du bist seit deinem 12. Lebensjahr schon bei uns in der Skiabteilung, bist natürlich ein internationales Aushängeschild. Jetzt vor allen Dingen mit der Silbermedaille. Deswegen jetzt, wir sind ja froh, dass es so ist, aber die ganz provokante Frage, was ist das Schöne am TSV? Was mich immer extrem stolz macht, ist, dass ich bei jedem Rennen von den Kommentatoren wird mein Verein mitgenannt. Ich werde immer als der Skilöwe angekündigt. Das gibt es bei keinem anderen. Und ja, das ist was, was mich auch extrem stolz macht. Nicht nur dich, sondern alle Löwen, glaube ich, macht das extrem stolz. Und wir wollen natürlich mit euch allen zusammen anstoßen. Ich habe schon gefragt, ob wir ein Bierchen miteinander trinken können. Da hat der Linus gesagt, mach mal. Deswegen ist es ja der Hackabschau-Fan-Talk. Schießen wir uns eine auf. Ich würde sagen, natürlich auf den Heimsieg unserer Löwen, aber ganz speziell auch auf dich. Tolle Silbermedaille in Peking gefahren, Nachtslalom in Schladming gewonnen und natürlich jetzt auch noch in Garmisch aufs Stockerl. Also ich glaube, alle Löwen sind sehr, sehr stolz und ich muss sagen, toll, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Großen Applaus für Linus Strasser. Dankeschön, danke. Die Ersten können schon gar nicht mehr warten, aber wir lassen euch nicht zu lang warten. Ich würde sagen, jeder schießt sich einen Hackabschau auf und dann sagen wir, auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost, Benannt. Danke, dass du hier warst, lieber Linus. Alles Gute für die nächsten Rennen und euch einen guten Nachhauseweg und noch eine schöne Zeit hier in unserer 60er. Vielen Dank, liebe Löwen. Danke. Und sag zu mir, ich hab die mitgebracht. Das, wenn du mir vorher gesagt hättest, hätten wir die natürlich allen einmal präsentiert. Aber wir wollen es euch nicht vorenthalten, liebe Löwen. So schaut eine echte Silbermedaille von den Olympischen Spielen aus. Hängst du gern mal um, dann machen wir ein Foto. Danke.